irgendwo in der Richtung. In dem Gebiet rechts von Kakariko bin ich Deluxe. Hallo? Wow, das Spiel hat ein Lag. Erstes Mal, dass ich erlebe, dass Breath of the Wild ein Standbild kriegt mittendrin. Hammer. Hey Linda, hi! Was hast du denn getötet, Linda? Tschüss, Ivarok. Einen habe ich von euch schon erledigt. Obwohl, Ivarok bringt viel Geld. Warte, Ivarok, ich komme. Der andere hatte so viel Bernstein dabei, das hat mir so viel Geld gebracht. Ist mir gerade so wieder eingefallen. Au. Ja, nicht mit dem Gesicht zuerst in ein Steingolem rennen, Leute. Achso, das meinst du, Linda. Ich werde sie ja erschrocken, dass du mal wieder da bist, bestimmt. Schön an seinem Arsch krapschen und auf ihn draufklettern. Wow, really? Lass mich doch wenigstens vor aufstehen, bevor du mich noch weiter weghaust. Mein Stein. Waffe eh fast kaputt. Ah, oh, geht's schon wieder? Okay, bis später. Ja, Fabio, das stimmt, das läuft jetzt schon sehr viel schneller mit den Waffen. Ups. Ich hoffe, eine Bombe weggeworfen. Steh auf. Bernstein, was haben wir hier? Ein Opal. Alles gutes Geld. Schlag in die Fresse, nicht gut. Irgendwann haben wir ihn überlebt, ey. Nicht wie vorher. Hast recht, das hat ein bisschen was von Shadow of the Colossus. Nie gespielt, aber Videos von gesehen, das Spiel sah richtig gut aus damals. Alles mein Geld. Mehr nicht? Ach, schade. Dafür habe ich jetzt kaum noch Waffen. Hi, Fuchsi. Nein, keine Angst, hier tue ich nichts mehr. Hab schon genug Füchse getötet. Ich hab mir zumindest vorhin überlegt, dass es mittlerweile genug sind. Ich kann mich ja echt nicht mehr erinnern, wo war jetzt noch mit der Reitstelle hier in der Gegend. Die Gegend ist zu groß. Ich werde nicht 100% machen wegen den 900 Crocs, Sam. Sonst werde ich soweit alles machen. Ich will alle die Schreine und alles besuchen. Aber die 900 Crocs, die können mich mal.
Ganz freundlich ausgedrückt. Ach komm, ich geh jetzt erstmal dahin und mach den Kram dort. Ja, wieder. Moloch-Prozent, genau. Es gibt keinen Stall in der Nähe? Okay, danke Sam. Ich weiß nämlich auch nicht mehr genau, wo die alle waren. Ich habe mir nur gedacht, dass es wahrscheinlich in jedem Gebiet irgendwo vielleicht einen gibt. Wie gesagt, ist ewig her, dass ich das Spiel gespielt hatte. Ich hab's, als es rauskam, die ersten paar Monate gespielt. Und dann war ich halt durch und ja. Hab nie alle Crocs gesammelt, da hatte ich nie Bock drauf. Kann man auch verstehen, denke ich mal, teilweise. So schlimm wie die sind. Ich fühle mich teilweise echt verarscht, wo man einige von denen findet. Oh, noch eine Keule kaputt. Oh, war nicht irgendwie jetzt, dass ich so Fackeln entzünden musste oder so? Habe ich natürlich nichts für da. Super. Komm, Dankeschön. Ja, das stimmt. Wenn man alle 900 sammelt von der Spielzeit her, kommt das hin. Die machen echt extrem viel aus. Oh, liegt einfach mal ein Schwert rum. Kann auch sein, dass ich es da vielleicht hingeworfen habe, weil ich werfe öfters Waffen. Und lasse sie dann liegen. Wenn sie mich nicht so interessieren. Oh, guck mal, hier sind sogar mehrere Mühlen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Immer noch schade, dass in Kakariko aber gar keine steht. La la la. Der Wind fühlt sich gut an, aber nicht salzig genug. Wie meinst du das? Oh, Entschuldigung. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich dachte nur gerade an mein Heimatdorf Angelstädt. Ach, das Meer. In Hateno fühlt sich alles anders an. Aber immerhin hat diese Stadt meinen Mann hervorgebracht. So schlecht kann sie also nicht sein. Ich bin so glücklich, an seiner Seite zu arbeiten. Angelstädt? Das ist ein kleines Fischerdorf in Firone, weit im Süden von Hateno. Ich heiße Ralera und bin aus Angelstädt hierher gezogen, als ich geheiratet habe. Okay. Ich bin mit all meinen Habseligkeiten über die Hylia-Brücke hergekommen. Das war vielleicht ein Gewaltmarsch, glaube ich dir. Entschuldigung, wollte dich nicht erschrecken. Ja, ich kann sie verstehen, also wenn jemand vor mir steht und auf einmal eine Bombe zieht, würde ich auch erstmal zusammenzucken. Hey, ja? Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Hateno-Strand treiben sich Monster herum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich ne etwas neben mir. Wenn es so weitergeht mit meinen Schafen dann. Oh. Schabernack mit den Schafen. Neue Quest. Yay. Ja, 60% sind schon hart. Für eine Aufgabe sozusagen. Aber man freut sich trotzdem immer zwischendurch, wenn man mal einen findet. Weil man einfach weiß, yes, ich kann meine Taschen später wieder vergrößern. Das Spiel ist echt angenehm zu spielen. Es macht einfach Spaß. Man kann die Story durchrushen, man kann irgendwie ruhigen Blödsinn nebenbei machen. Das ist einfach das Schöne an dem Game. Guten Tag. Das hier ist das Hateno-Institut für Antikforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Ja, möchte ich. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz.
Ja, moi. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Stimmt. Ich habe selber eins, zwei. Ich habe hier zwei Bücher in meinem Regal. Also ja, ich habe noch nicht so viele gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Super. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Außerdem, das hat bestimmt lange gedauert, ne? Was du am Gürtel trägst, das ist einfach ein schicker. Oh, ohne Zweifel ein echter schicker Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Ich habe auch nur den bisher gesehen. Gibt es überhaupt noch mehr? Du musst mir ja sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis, aha. Magnet. Bombe, ja. Kryo, was noch, was noch? Das waren alle? Oh, verstehe. Da fehlt doch noch das Basis. Da fehlt doch noch was, ne? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simmen. Doch, ich war schon in Büchereien. Ist nicht so meins. Ich habe auch noch mehr Bücher da hinten irgendwo in einem Karton. Sogar alle Star Wars Bücher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle gelesen sogar. Imba hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Schikastein hier auftaucht, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Schlaf ist auch nicht so wichtig, wie 100% in einem Spiel zu machen, Sam. Das Letzte, was ich 100% gemacht hatte, war sogar im Stream, und zwar Banjo-Kazooie. In 3 Tagen, glaube ich, hatten wir das gemacht, so aufgeteilt. Oder zwei. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Hau der Fame ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, Frau Direktorin, das ist ein waschechter Schikastein. Frau Direktorin? Oh je, habe ich ganz vergessen, die Frau Direktorin dir vorzustellen. Sie steht direkt dort. Da. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet Antikforschung. Pura! Ja, Peter. Katschika! Ich bin Selbstwissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Ich hasse dich. Und die Direktorin mag zwar wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... nein, sollst du aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt drüber. Da bist du baff, was? Nicht Zimmern ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katschika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mir irgendwie so komisch. Du siehst mich so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nö. What? Ich bin bestürzt, meine Welt bricht gerade zusammen. QQQ. Da habe ich dich vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hatte. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Nö. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Okay, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mal einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind. Puh! Beziehungsweise kannst du es ja nicht besser wissen, aber das war ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment, aber naja. Gescheitert eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Yay. Yo, Sam, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Schlaf gut, träum was Schönes oder was auch immer du noch vorhast, ne? Ja, sieht man sich mal wieder. Bye bye. Und danke nochmal für den Follow, ne? Danke schön. Wird unser Held dich wieder erstarkt der Verheerung Ganon besiegen können, wieder unsere geliebte Prinzessin retten. Wenn du dich diesen Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen. Die verloren gegangenen Basismodule, bla bla bla, ja. Juhu!
Na, Peter, du suchst doch eine neue Waifu, wie wär's mit ihr? Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen, Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Chica-Stein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon, hallo? Ich soll ja doch Hyrule rennen. Nach dem Schwachsinn der Mann, alles dreht sich nur um einen selbst. Jo, bye Sam. Ja, Feuerschale, kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen? Da wird das Leuchtsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig. Sagen junge Mädchen sowas wie, fertig ist die Laube? Naja, egal. Die Fee ist deine Waifu geworden? Okay. Gut, dann viel Erfolg mit den blauen Flammen. Ich klaue mir die Fackel. Tschüss. Ich sehe es schon, ja. Dort unten ist das Blaufeuer ganz. Ja. Ja, es geht auch mit Ed. Die Male, wo es nicht funktioniert hat, haben wir doch rausgefunden, das lag an Moloch-Mangel. Groß Moloch-Mangel, Peter. Sowas darf ja nicht oft passieren, ne, dass Leute Moloch-Mangel unbedingt haben, ne? Solltest mal schnell allen Leuten, die da sind, 50 Molops geben. Sicherheitshalber. Ne? Bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Ah, kein Problem. Kann man zwar nicht viel mitmachen, außer ein bisschen rumspielen, ne, aber immerhin. Ist ja auch schon mal was. Ich fühle mich wie der Fackelträger bei den Olympischen Spielen gerade. Außer, dass denen bestimmt keine Kleinkinder über den Weg rennen. Ja, das stimmt auch. Aber vielleicht, wenn ich demnächst mal wieder ein kleines Giveaway mache, Peter. Aber nur ein kleines natürlich, ne? Ich bin ja nicht steinreich. Frage wäre natürlich nur dann, was? Müsste ja irgendwas sein, was für alle was wäre. Vielleicht so eine Kleinigkeit wie zum Beispiel einfach ein Free-Sub oder sowas. Sponsorst du das, Peter? Ja, das interessiert die Leute wohl eher weniger. Das Einzige, worüber sie sich bei dem Gemeindebild freuen würden, ist, wenn ich es ihnen persönlich zuschicke, dass sie meine Adresse hätten. Ja, das ist der Mond. Schöner als der Mond und schöner als die Sterne leuchtet auf Erden meine Laterne. Ja, da ist auch so ein Tempel. Durch Missklick gesehen. Hey. Meine Laterne leuchtet schöner als der Mond. Mache ich aber irgendwie immer, Peter, wenn ich was verschicke. Das gehört sich doch.
Da-da-da-da! Ich stelle mir vor, sonst geht die Zeichnung nachher verloren und sie kommt gar nicht mehr zu mir zurück. Darf ich nicht einfach so dabei gehen? Das habe ich gemeint. Na Band! Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Darin ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun mal. Hihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forgerblut in Wallungen. So, die Basismodule deines Fliegersteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut Katschika! Machen wir doch gerne. Oh, das hättest du gerne, Peter. Wir haben nicht wissen, was du mit dem Bild dann anstellst. Ein Rahmen bestimmt, ne? Und an die Wand hängen. Fotomodul, Hyrule Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparatur. Abwaschbeinrahmen, natürlich, ne? Wieder. Erstelle ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommen Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag bla bla bla. Fotos, oh mein Gott! Tiere! Gegner, oh mein Gott! Wir können jetzt Sachen fotografieren und kriegen Infos. Ja. Oh, falls du mal beim Essen aussehen irgendwie was Klebriges draufkläst, ne? Kann nicht verstehen. Und fertig, na, wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Wunderbar. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Foto gleich ein Foto von mir. Wollen wir das? Wo kriege ich jetzt die Info über das Foto und das Album? Pura. Okay, tschüss. Ah, sie ist immer noch die Quest. Katschika! Und wie läuft's mit der Wohnung? Hast du schon ein Bild gemacht? Hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Hier ist das. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon her. Für das Foto ist doch gut geworden, ne? Wer ist denn diese reizende junge Dame? Sollte Fotograf werden. Oh, das ist schön, Peter. Es freut mich, dass du alle Sorgen nicht vergessen hast. Moment, ich war gerade verblüfft, ehrlich. Das war nicht gespielt. Na du, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchen sind ja schon irgendwelche Fotos im Album. Du warst doch sehr das Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie die Fotos gemacht hat? Ach, ich vergaß. Du hast kein Gedächtnis mehr. Noob. Vielleicht können wir diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerung zu... Ja, rede mit Impa drüber. Machen wir. Katschika! Dein Angebot. Haha! Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich dein Modul verbessern. Hier, ich habe antike Sachen. Bomben. Oh, ich habe nicht genug Schrauben, schade. Oh. Ja, Peter, das tut mir dann auch leid, wenn sowas passiert, ne? Ich gebe mir schon Mühe, dich nicht zu sehr abzulenken.